Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SOE Podcast. Heute am Mikrofon Valentin und Jamila. Unser heutiges Thema ist Fastnacht. Dazu haben wir zwei Narrenzünfte und ein paar andere Leute befragt. Jetzt interviewen wir Armin Becherer von der Narrenzunft Elzach. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Armin Becherer. Ich bin Zunftmeister von der Narrenzunft in Elzach. Bin 48 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Töchter, die auch im Schulzentrum Oberes Elztal quasi zur Schule gegangen sind. Die eine ist schon wieder draußen und die Isabel, die ist noch quasi aktiv als Schülerin in der 9. Klasse. Seit wann gibt es die Fasnacht in Elzach und die Narrenzunft? Seit wann es Fasnacht gibt? Die gibt es natürlich schon sehr, sehr, sehr lange in Elzach. Elzach hat ja eine lange Tradition. Erste urkundliche Erwähnung, die war 1530 tatsächlich, also knapp 500 Jahre, feiern wir Fasnacht aktiv in Elzach. Und das ist natürlich schon ordentlicher Rucksack voll Tradition, die wir da mitnehmen. Und die Narrenzunft, die ist aber viel jünger. Die Narrenzunft, die gibt es erst seit 1924. Das hat damit zu tun gehabt mit dem überregionalen Fasnachtsverbot nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat man sich zusammengefunden in einer Zunft und hat dann erstmal die Elzacher Narrenzunft gegründet. Und hat dann aber auch, also das war im Februar 1924, und hat dann auch im November 24 die Schwäbisch-Alemannische Narrenvereinigung, die heutige Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, mitgegründet. Also wir sind Gründungszunft der Vereinigung, sind dann aber wieder ausgetreten, sind jetzt beim Viererbund mit dabei. Und also wie gesagt, erste urkundliche Erwähnung, 1530, das Datum kann man sich merken. Und 1924 ist die Narrenzunft gegründet worden. Was ist das Besondere an der Elzacher Fasnacht? Ja, das Besondere, das ist im Prinzip eigentlich so, dass alle miteinander feiern, also quasi ob jung, die jüngere Generation oder die ältere Generation, die soziale Schicht zueinander finden und halt die Tradition dort an der Stelle hochhalten, alte Rituale gepflegt werden. Und das macht es letzten Endes auch aus. Was braucht man, um ein richtiger Schuldig zu sein? Ja, gut, ein richtiger Schuldig, da gehört natürlich dazu, dass man sich ordentlich und richtig anzieht. Also wenn ich jetzt beim Schuldig bleibe, dann müssen es schwarze Schuhe sein, es müssen schwarze Socken sein. Der Schuldig hat den roten Filzanzug an, er hat weiße Handschuhe, er hat weiße Schal quasi an. Er hat den Schuldighut auf mit roter Wollbolle dran. Schneckenhäuser dabei und er hat natürlich entsprechende Larve auf mit einem grünen Larventuch. Und da gibt es eben die 7 Grundtypen vom Schuldig. Und da sollte man einigermaßen auch die Verhaltensregeln kennen. Ne? Also das wilde Rumprügeln als Schuldig, das ist nicht drin. Also das gehört nicht zu der Tradition, sondern das Necken eher, dass man Späße treibt miteinander und sich da nicht meint, man muss da im Städtli rumrennen und im Schuldig, wenn man unerkannt ist, weil man ja das Vermummungsgebot gilt, das ist auch wichtig, dass man also die Larve, die Maske, nicht rabzieht vom Kopf, dass man sich unerkannt zeigt letzten Endes, dass man die Larve da drauf lässt. Also wenn man unerkannt ist, aber trotzdem sich ordentlich verhält, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man dann auch ein richtiges Schuldig sehen kann. Ja, genau. Ab wie vielen Jahren darf man in die Narrenzunft? Gut, das ist relativ einfach. Das ist bei uns so, alle diejenigen, die im vergangenen Jahr das 18. Lebensjahr vollendet haben, das ist der sogenannte Taganruferjahrgang, Schiebeschlägerjahrgang, die dürfen dann bei uns in die Narrenzunft und als Traditionszunft haben wir quasi seit jeher nur männliche Mitglieder, also alle, die quasi Jugendliche, die dann 18 geworden sind im Vorjahr, die dürfen bei uns in die Narrenzunft kommen. Wie viel kostet ein Schuldig? Ja, kann ich eigentlich ganz gut beantworten, weil ich habe tatsächlich vor kurzem mir einer machen lassen in der Richtung. Ja. Also man muss so als Erwachsener rechnen um, sagen wir mal, irgendwo zwischen 800 und 900 Euro für einen Anzug.
Dann kommt nochmal natürlich die Larve dazu, da muss man auch nochmal so, ich sage jetzt mal 300 Euro rechnen. Der Schuh, die Hut, ebenso in der Richtung. Und dann die Schuhe, Handschuhe, ja, jetzt kann man zusammenrechnen. 9 plus 3 plus 3 und ein bisschen was drauf. Da sind wir irgendwo knappe 2000 Euro, dann kommt man gut hin. Das ist so ein bisschen das finanzielle Thema, was da damit zusammenhängt. Kann man ein Schuhdeck auch ausleihen? Ja, ist eine gute Frage. Ja. Also die Zunft an sich, also wir verleihen keine Schuhdeck-Anzüge. Das ist in der Regel so, dass es da innerhalb von der Familie schon immer, weil halt gerade im jugendlichen Kindalter, da wächst man ja draus, aus dem Schuhdeck raus. Und dann ist es so, dass es innerhalb den Familien in Elzach schon einen Wechsel gibt. Du sagst, ja, die eine hat die größere Größe und dann geht es quasi hin und her. Aber eine klassische Verleihposition als Narrenzunft haben wir nicht. Und im Geschäft kann man auch den Schuhdeck nicht ausleihen. Ja. Das gab es früher mal, quasi also ganz früher, das ist lange her, im Meiersattler, sagt man da dazu. Da konnte man früher Schuhdeck ausleihen, aber das ist heute nicht mehr der Fall. Vielen Dank für das Interview. Also gerne nochmal, stehe ich für Fragen zur Verfügung. Ist natürlich mir auch wichtig, dass gerade die jüngere Generation sich mit den Phasen beschäftigt. Und da haben wir jetzt ja 2 Jahre keine Fasnet-Coin, beziehungsweise letztes Jahr ist sie komplett ausgefallen. Dieses Jahr wird es wieder ein Stück weit was geben, nur in eingeschränkter Form. Es wird keine Umzüge geben, aber so gleich ein bisschen was wird stattfinden. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass eben die jüngere Generation sich da an die Fasnet-Tradition, dass die daran festhält und dass man da auch Interesse zeigt. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Chris Burger, ich bin Zunftmeister bei der Narrenzunft der Oberwindemer Spitzbuh. Ich bin 29 Jahre alt und ja, ich wohne in Oberwinde, bin seit 2018 in der Funktion des Zunftmeisters tätig. Seit 2012 bin ich im Narrenrat von der Narrenzunft und ja, schon von klein auf war ich Mitglied und habe Spitzbuh gemacht, genau. Wie lange gibt es die Narrenzunft und die Fasnacht in Oberwinden schon? Ja, also die Fasnacht in Oberwinde gibt es tatsächlich schon sehr lange. Es ist nur so, dass die Fasnacht halt früher einfach ja, unorganisiert und wild gefeiert worden ist. Es gab auch keine Narrengestalt und keine Narrenzunft. Und ja, so Ende der 40er, Anfang der 50er wollte dann der Josef Schätzle, hatte die Idee, eine Narrenzunft zu gründen. Und so hat er seinen besten Freund, Paul Kanstinger, schnell dazu überredet gehabt. Und so entstand mit dem Kunstmaler aus Elzach, Erwin Krumm, die Idee, eben die Narrenzunft zu gründen. Und ich habe dann quasi die Narrengestalt ins Leben gerufen, beziehungsweise sich ausgedacht. Und am schmutzigen Donnerstag 1954 wurde dann die erste 3 Spitzbube vor unserem Zunftlokal in der Sonne wurde die vorgestellt der Öffentlichkeit. Und es kam so gut an, dass man sich dann entschloss, am 11.11.1954 die Narrenzunft zu gründen. Und somit ist jetzt die Narrenzunft auch schon 68 Jahre alt. Und genau. Ab wie vielen Jahren darf man in die Narrenzunft? Ja, bei uns darf man theoretisch sogar schon ab Geburt in der Narrenzunft Mitglied sein. Es ist aber auch so, dass man erst ab 16 Jahren den Mitgliedsbeitrag bezahlen muss, der unglaubliche 12 Euro sind im Jahr. Und mittlerweile haben wir Stand heute 532 Mitglieder. Und ja, bei uns ist auch so, dass nicht nur Männer Mitglied sein dürfen, sondern auch Frauen natürlich. Wie sieht die Narrenfigur aus? Ja, also wenn man sich mal unseren Spitzbuh anschaut, dann erkennt man sofort das blaue Hemd, was sehr dominant ist. Das erinnert einfach an den Holzfuhrmann, der früher im Elztal anerkannter Beruf war und sehr bekannt natürlich. Und ja, dann weiter geht es zu den Farben Rot und Grün, was man in der Hose, in der Zipfelmütze, in der Socke und auch in der Handschuhe wiederfindet. Das sind einfach die Gemeindefarbe von Oberwinde.
erkenne sich daran wieder. Und dann hat er an den Füßen noch Strohschuhe an. Strohschuhe mache ich auch. Ja, altbekanntes Handwerk in Oberwinde. Und so war es natürlich naheliegend, dass man dem Spitzbub Strohschuhe verpasst. Die Strohschuhe bestehen natürlich aus Stroh, wie man so schön, ja, wie der Name schon sagt. Und unten an der Strohschuhe ist Leder, damit es auch ein bisschen Erhalt gibt. Und sonst, ja, rundet einfach noch die Tabakspfeife und auch der Schirm rundete das Häs vom Spitzbub ab. Was wichtig war, Detmolds der Erfinder, es war wichtig, dass man sich überhaupt nichts oder dass es nicht am Schuttig angelehnt ist, am Elzerer Schuttig. Das war denen, dem Josef Schätze und dem Paul Kanstinger damals sehr wichtig und dass man da einfach ja, sich da nichts davon ausleiht. Und deswegen sieht der Spitzbub so aus, wie er aussieht. Und woher kommt der Name? Der Name Spitzbub leitet sich vom Zego-Spieler ab. Also Zego ist ein altes Kartenspiel, das hier im Elztal sehr weit verbreitet war. Und ja, so wird mancher Spieler, der beim Spielen vom Zego-Spiel ja, geschickte Finde, sage ich jetzt mal, angetäuscht hat und damit dann auch gewonnen hat, als du Spitzbub bezeichnet. Und irgendwie genau von dort her kommt die Bezeichnung Spitzbub. Was ist das Besondere an der Fasnacht in Oberwinden? Ja, als Zunftmeister würde ich natürlich sagen, alles. Die Fasnacht in Oberwinden ist ganz besonders. Wir haben, an jedem Tag haben wir Programm. Das ist auch nicht üblich im Elztal. Aber wir haben jeden Tag haben wir was geboten. Aber ich denke, so das Bekannteste in Oberwinden ist eigentlich unser Fürst-Erich-Feuerwerk. Ja, 1970 wurde das zum ersten Mal abgeschossen. Und ja, seither strömen viele, viele Menschen am Fasnacht Samstag zu uns nach Oberwinde, um sich das Feuerwerk anzuschauen und dann hinterher einfach noch ein bisschen Straßenfasnacht vom Allerfeinsten zu genießen. Und genau, auch im letzten Jahr, trotz Corona-Pandemie, haben wir es geschafft, ein kleines Feuerwerk abzuschießen, damit man einfach die Serie am Leben halte. Und das möchte man auch in diesem Jahr auch wieder ja, machen. Das 53. Fürst-Erich-Feuerwerk am Fasnacht Samstag. Wie viel kostet ein Häs? Ja, also das Häs sind ja mehrere Bestandteile, deswegen ist das nicht immer so ganz einfach zu sagen. Ich meine, es gibt zum Beispiel ja auch verschiedene Schnitzer, der hat jeder Schnitzer seinen eigenen Preis von der Larve her. Und ja, aber ich denke so mit 700 bis 800 Euro müssen wir eigentlich hinkommen, um sich da komplettes Häs anfertigen zu lassen, ja. Danke für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Wünsche ich euch noch eine schöne Fasnacht und Skorte Gege. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich heiße Tim Schnell und wohne in Oberwinde. Hallo, ich bin Valerio, ich bin in der R8C und wohne in Elzach. Ich heiße Lore Schindler, ich wohne in Bleibach und gehe in die 5B. Ich bin Lucy Schmieder, ich wohne in Elzach und gehe in die 5B. Bist du in einer Zunft, wenn ja, in welcher? Ja, ich bin in einer Zunft. Ich bin bei der Spitzbube in Oberwinde, Spechzunft. Einfach reingehe. Nein, also ich bin in keiner Zunft, also ich mache auch kein Schuttig. Ja, ich habe schon mal Spitzbub gemacht. Ja, ich habe schon mal Schuttig gemacht. Was gehört für dich zur Fasnacht dazu? Also das Fürst-Erich-Feuerwerk von der Spitzbube gehört auf jeden Fall für Thorsten bei mir dazu. Party und halt im Häs der Umzug mitlaufen. Also im Fasnacht gehört für mich Spaß mit Freunden haben, rauszugehen und halt die Zeit genießen. Also für mich gehört Fasnacht dazu, Spaß mit Freunden, auf den Bäreplatz gehe und Schuttig vorbe. Für mich gehört an Fasnacht dazu der Umzug und das schöne Feeling, wenn die Musik läuft und alle da sind. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge SOE Podcast.